Early Access ist ein Programm, mit dem Valve die Entwicklung neuer Spiele auf ihrer Plattform Steam fördern möchte. Viele, die sich daran versucht haben, sind kläglich gescheitert. Mangelnde Kommunikation mit der Community, nicht eingehaltene Ziele oder einfach knallharte Lügen der Entwickler sind nur einige der Gründe. Doch die Hoffnung bleibt, denn es gibt auch Entwickler, die ihre Sache gut machen und viel Mühe in ihre Titel stecken. In diesem Video zeigen wir euch 5 Early Access Titel, die das Potenzial zu hervorragenden Spielen haben. Dabei wollen wir allerdings nicht auf längst bekannte Titel wie PUBG oder The Forest eingehen, sondern ein paar unbekannteren Vertretern eine Bühne bieten. Den Auftakt macht Dead Cells. In diesem Mix aus Metroidvania und Roguelite kämpfen wir uns durch eine Festung voller Monster und Fallen. Dabei gibt es allerdings keine Checkpoints. Wenn wir sterben, müssen wir von vorne anfangen. Fortschritt ist nur zwischen den Leveln möglich, wenn wir bei einem mysteriösen Händler unsere von besiegten Gegnern erhaltenen Dead Cells gegen permanente Upgrades für unseren Charakter tauschen. So kommen wir mit jedem Durchlauf ein Stück weiter und erforschen immer mehr der zufällig generierten Welt. Das Spiel wird durch regelmäßige Updates um neue Gebiete und Ausrüstung erweitert. Erst kürzlich kam ein neues Level-Up-System hinzu. Bei Life is Hard handelt es sich um ein 2D-Echtzeit-Strategiespiel, in dem das Ziel ist, eine kleine Siedlung zu einem großen Reich auszubauen. Neben guter strategischer Planung spielt hierbei der Glaube unserer Arbeiter eine große Rolle. Zu Beginn entscheiden wir uns für eine von bisher 6 Gottheiten, die unserem Volk verschiedene Boni gewährt. Um unsere Bewohner zu gläubigen Dienern zu machen, zaubern wir einfach einen Zauber vor ihre Füße, der seinerseits zusätzlichen Glauben generiert, mit dem wir wiederum mehr Zauber wirken können. Das Spiel bietet verschiedene Umgebungen und unterschiedliche Charaktereigenschaften für jeden Dorfbewohner. Im Moment ist das Spiel noch von einigen Bugs geplagt. So friert gelegentlich ein Arbeiter ein oder Texteinblendungen fehlen. Allerdings bietet der Entwickler auf Steam sogar eine kostenlose Demo für den Titel an. Overload ist der neue Titel der Descent-Macher und setzt die Tradition der Serie fort. In fantastisch designten Maps bekämpfen wir mit einer Drohne feindliche Roboter und finden unseren Weg durch die verwinkelten Level. Dabei haben wir dank der intuitiven Steuerung immer die perfekte Kontrolle und fühlen uns sofort wie in den alten Descent-Teilen. Zum Release soll das Spiel eine Singleplayer-Kampagne, einen Challenge-Modus, aufrüstbare Schiffe und Waffen und über 20 verschiedene Gegnertypen bieten. Zusätzlich kommen nach dem Release auch ein Multiplayer-Modus und ein Level-Editor dazu. Seit dem Early Access Release am 13. März kamen regelmäßig Updates und wir erwarten zum Frühjahr 2018 ein Spiel, welches die Herzen der Descent-Spieler höher schlagen lässt. Nach dem düsteren Wald in Don't Starve entführt uns Entwickler Clay Entertainment in Oxygen Not Included ins Weltall. Wir stranden mit 3 zufällig generierten Charakteren mitten auf einem Planeten und müssen nun unsere kleine Kolonie managen. Dabei bauen wir Ressourcen ab, erforschen neue Technologien und erweitern unser Territorium. Besonders wichtig hierbei ist, immer auf den Sauerstoff zu achten, denn in Oxygen Not Included ist auch das eine Ressource, die gefunden oder produziert werden muss. Nebenbei muss man sich auch noch um die Bedürfnisse der Charaktere kümmern, denn wenn ihr Stresslevel zu hoch steigt, zerstören sie wichtige Maschinen oder vernichten die Nahrungsmittelvorräte. Das Spiel befindet sich seit dem 18. Mai in Early Access und wurde bereits durch das Seuchen- und Automationsupdate erweitert, welches Seuchen, neue Wesen, Gebäude, Materialien und Logic-Gatter hinzufügt. Mit Subnautica entführt uns Unknown Worlds Entertainment in eine wundervolle Unterwasserwelt auf einem fernen Planeten. Nachdem wir mit unserem Raumschiff abgestürzt sind, finden wir uns mit unserer kleinen Rettungskapsel auf einem riesigen Ozean wieder und erkunden eine wundervolle und mysteriöse Welt. Wir treffen auf riesige Kreaturen, verlassene Alien-Ruinen und schalten beim Erforschen neue Gegenstände und Transportmittel frei, mit denen wir in immer tiefer liegende Gebiete vorstoßen können. Dabei verblüfft das Spiel immer wieder durch neue, interessante Spielmechaniken und beinhaltet im Gegensatz zu vielen anderen Survival-Titeln eine interessante Story. Seit dem Early Access-Start vor 3 Jahren haben die Entwickler in regelmäßigen Abständen viele Updates veröffentlicht und so das Spiel um Biome, Kreaturen, Schiffswracks und eine mysteriöse Krankheit erweitert. Durch Einsicht in das Trello-Bot und Zugriff auf die Feedback-Tickets hat der Entwickler außerordentliche Transparenz gezeigt und sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die den Release kaum erwarten kann. Das war eine kleine Auswahl der besten Early-Access-Titel. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.